So, Pünktlichkeit ist ja bekanntlich die Höflichkeit der Könige. Dementsprechend möchten wir gerne pünktlich starten. Ich darf alle recht herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Mein Name ist Simon Holzer, meines Zeichens Leiter der Marketingabteilung hier bei der Thomas Benner AG. Und eigentlich gehört das Abhalten wie von Webinaren weder zu meinem Tätigkeitsfeld noch zu meinen Stärken. Allerdings in Zeiten von Homeoffice und parallelem Homeschooling ist es teilweise einfach erforderlich, dass man sich entsprechend arrangiert und auch den einen oder anderen Kollegen vertretend unter die Arme greift. Dementsprechend perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. IT-Sicherheit im Homeoffice. Ich darf auch unseren Referenten heute begrüßen, Christoph Mitasch aus unserer IT-Abteilung. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen möchte ich natürlich auch wieder die zahlreichen Teilnehmer des heutigen Webinars. Das ist natürlich ein topaktuelles Thema, das wir heute behandeln. Und bevor wir starten, noch ein paar organisatorische Eckpunkte. Das heutige Webinar wird circa 45 Minuten plus Fragerunde dauern. Natürlich Open End sollte sich da ein bisschen die Diskussion ausufern lassen. Fragen können Sie gerne jederzeit an mich, an den Kollegen über Chatfenster oder über die Fragefunktion stellen. Wir werden die dann am Ende des Webinars beantworten. Alle Fragen, die Sie im Nachgang vielleicht haben, dürfen Sie uns auch gerne jederzeit per E-Mail webcast@thomaskren oder an jede andere Stelle bei uns in der Thomas Kren leiten. Wir werden die natürlich sehr gerne beantworten. Zum Schluss, wie immer, eine kurze Umfrage. Meine Bitte an Sie, nehmen Sie sich kurz diese 20 Sekunden Zeit. Hier können Sie natürlich nicht nur konstruktives und kritisches Feedback loswerden, sondern auch Themenvorschläge, die wir in den nächsten Webinaren behandeln wollen. Ausblicke, welche Themen auf Sie zukommen, dürfen Sie jederzeit gerne auch aus unserem TK Mag ziehen. Das finden Sie bei uns im Shop auf der Homepage. Gut, dann bevor wir zu viel Zeit vergehen lassen, würde ich auch ganz gerne schon das Wort an den Kollegen übergeben und würde mich dann dementsprechend für Sie in der Zwischenzeit verabschieden. Christoph, bitteschön. Ja, vielen Dank für die Einführung, Simon. Ich darf mich heute auch live aus dem Homeoffice bei Ihnen melden für das Webinar. Ich hoffe, Sie sind bis jetzt ganz gut durch die Covid-19-Krise gekommen. Kurze Vorstellung von mir. Mein Name ist Christoph Mitasch. Ich bin seit 2005 bei der Thomas Krenner AG beschäftigt, habe Computer- und Mediensicherheit studiert und meine Lieblingsthemen sind Web Operations, Linux und auch Hochverfügbarkeit. Ich habe auch eine Cyber Security Practitioner Ausbildung gemacht und interessiere mich generell für IT-Sicherheit und engagiere mich auch dafür bei uns in der Firma. Wie schaut die heutige Agenda aus? Ich werde mal kurz erzählen, wie das Homeoffice bei uns bei der Thomas Krenner AG läuft, was wir hier für Erfahrungen gemacht haben und für Lösungen einsetzen. Dann werde ich kurz einmal den häuslichen Arbeitsplatz anschauen, was gibt es da für Sicherheitsmaßnahmen, auch organisatorischer Natur. Dann etwas technischer, der Remote-Zugang zu einem Desktop. Da geht es dann auch im Speziellen um RDP und um VDI-Lösungen. Ein weiteres Thema, Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dann natürlich auch Telefonie. Was passiert mit der Nebenstelle? Wie kann man im Homeoffice überhaupt kommunizieren? Wie gewohnt, dann tragbare IT-Systeme, was gibt es da zu beachten? Und zu guter Letzt die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Ja, gleich zum ersten Punkt, Homeoffice bei der Thomas Krenner AG. Ein Großteil unserer Mitarbeiter sind bei uns im Homeoffice gewesen, wie diese Krise ausgebrochen ist. Das war auch technisch bei uns relativ gut möglich, weil wir hier eine VDI-Lösung schon seit 2013 von VMware im Einsatz haben. Das heißt, die Mitarbeiter sind es ohnehin gewohnt, dass sie den Desktop virtuell vorliegen haben und sich in der Regel dort mit einem Thin-Client hinverbinden. Die Verbindung im Homeoffice erfolgt ja dann in der Regel über einen Notebook oder über einen vorhandenen PC. Im Wesentlichen funktioniert das auch über jeden gängigen Internetbrowser, dieser Zugang.
Was sich gezeigt hat bei uns, dass die Internetbandbreite ausreichend groß dimensioniert war, auch schon vor der Covid-19-Krise. Da ist natürlich eine symmetrische Bandbreite wichtig und wir haben zeitweise über 100 Desktop-Sitzungen von extern quasi gehabt auf unsere VDI-Infrastruktur. Wo es teilweise Schwierigkeiten gegeben hat, waren die Bandbreite bei Internetzugang der Mitarbeiter zu Hause. Sowas merkt man dann bei irgendwelchen Audiokonferenzen oder wenn man einen Desktop freigibt, dass da teilweise dann die Bandbreiten nicht ganz optimal waren zu Hause im Homeoffice. Was sind so Grundsätze bei Thomas Krenn für den externen Zugriff? Wir haben generell die Regelung, dass man von extern immer nur mit einem zweiten Authentication-Faktor zugreifen kann. Das heißt, das Passwort alleine darf hier nie ausreichen. Und generell unverschlüsselte Verbindungen von extern sind auch bei uns tabu. Sollte grundsätzlich intern auch so sein, aber gerade von extern übers Internet ist das umso relevanter. Telefonie hat bei uns mit der gewohnten Nebenstelle funktioniert, mit einer App am Handy oder über den VDI Desktop ist es möglich mit einem Headset. Diese Handy-App haben wir dann in der Krisenzeit nachgerüstet, sehr kurzfristig. Da wurde so ein Gateway installiert, wo man dann nur über eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung auf unseren Telefonieserver zugreifen kann. Wir haben auch ein Kommunikationstool für Instant Messaging und für Audio- und Videokonferenzen im Einsatz, was sich dabei gezeigt hat, dass da das Headset sehr, sehr wichtig ist. Also alleine mit dem Notebook und dem eingebauten Mikrofon hat man sehr schnell Rückkopplungen und Headsets waren halt teilweise auch jetzt ein bisschen Mangelware. Das heißt, dass man da ausreichend Headsets vorrätig hat in der Firma, macht durchaus Sinn für so eine Situation. Wie hat das organisatorisch und rechtlich ausgesehen? Es gibt bei uns da Richtlinien für Homeoffice von der HR-Abteilung und auch vom Datenschutzbeauftragten. Im Detail kann ich da jetzt nicht darauf eingehen, aber ich habe zwei Punkte herausgenommen, dass man sich zum Beispiel keine Dokumente zu Hause ausdrucken soll, laut unserem Datenschutzbeauftragten, und dass man auch eine gesunde Distanz zur Kaffeemaschine einhalten soll im Homeoffice. Wir haben in der aktuellen Situation auch den E-Mail-Spoofing-Schutz verbessert, einfach auch unter dem Aspekt, dass so Themen wie CEO-Fraud zum Beispiel durch diesen Homeoffice-Einsatz wahrscheinlicher werden, weil man eben weniger persönlichen Kontakt hat. Das heißt, da haben wir Verbesserungen eingeführt, dass das im Betreff hier markiert wird bei uns und haben zusätzlich die Mitarbeiter auch sensibilisiert für dieses Thema, dass man eben auch erwarten kann, dass da Cyberkriminelle diese Krise eben vermehrt ausnutzen. Da hat es auch schon sehr schnell Empfehlungen vom BSI gegeben, dass man da bitte aufpassen soll, gerade wegen Homeoffice. Ja, wie schaut es mit dem häuslichen Arbeitsplatz aus? Wahrscheinlich schaut er meistens nicht so entspannt aus wie hier auf dem Foto der Arbeitsplatz. Laut dem BSI gibt es da folgende, sage ich mal, zusammengefasste Empfehlungen. Es wird klar geregelt sein, welche Sicherheitsregelungen es hier gibt. Man sollte einen Datenschutz gewährleisten, dass da keine anderen Einblick haben. Eindeutige Verifizierung, das heißt, man sollte festlegen, welche Kanäle sind überhaupt vertrauenswürdig in einer Firma. Phishing-Mails sind vermehrt im Umlauf und natürlich sichere Netzwerkanbindung über VPN ist zu empfehlen. Wenn man sich da im Detail mit dem häuslichen Arbeitsplatz beschäftigen möchte, dann kann ich diese IT-Grundschutzbausteine empfehlen. Mal der erste Baustein häuslicher Arbeitsplatz plus die Umsetzungshinweise. Das sind teilweise sehr aktuelle Informationen. Das ist Stand zum Beispiel Februar 2020. Und den zweiten Baustein Telearbeit. Da gibt es, sage ich mal, sehr umfassend Informationen zu dem Thema. Hier kurzer Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis, was da so Themen sind, zum Beispiel Manipulation oder Zerstörung von IT, Gefährdung durch Reinigungs- und Fremdpersonal, erhöhte Diebstahlgefahr, Telearbeit, unzureichende Vertretungsregelungen, mangelhafte Einbindung des Telearbeits in den Informationsfluss, Nichtbeachtung von Sicherheitsmaßnahmen
Das sind ein paar Themen herausgegriffen. Weitere Tipps von BSI generell: Fenster und Türen abschließen. Das habe ich persönlich zumindest dann auch zum Anhalt, als Anreiz genommen, dass ich wirklich, wenn ich den Homeoffice-Arbeitsplatz verlasse, dass immer das Fenster geschlossen ist und nicht gekippt ist. Wenn möglich auch die Tür versperren. Die Datenträger im Homeoffice sollten wirklich unbedingt verschlüsselt vorliegen, damit eben keine Firmendaten irgendwie unverschlüsselt da abgelegt werden. Vertrauliche Dokumente entsorgen. Im Optimalfall gar nicht erst zu Hause ausdrucken. Und Clean Desk Policy macht auch, sage ich mal, im Homeoffice Sinn, dass man einfach keine vertraulichen Informationen preisgibt oder die abhanden kommen. Ja, wie schaut es mit dem Remote-Zugang aus zum Desktop? Gibt es aber grundlegende Fragen. Wo läuft der Desktop überhaupt? Läuft er jetzt auf dem lokalen PC oder Notebook zu Hause? Läuft er im Firmennetz und man verbindet sich mit dem RDP-Protokoll oder läuft er irgendwo in der Cloud? Oder gibt es eine virtuelle Desktop-Lösung mit VDI? Dann ist die Frage, wie greift man auf diesen Desktop in der Firma oder Cloud zu? Mit RDP, mit VPN, mit TeamViewer oder mit einem VDI-Client? Wenn man einen lokalen Desktop verwendet, dann darf diese Anbindung ans Firmennetz natürlich nicht unverschlüsselt passieren. Könnte SSH-Tunneling einsetzen als temporäre Lösung. Optimalfall setzt man halt eine VPN-Lösung ein für diesen Zugriff. Auf das Remote-Desktop-Protokoll möchte ich jetzt näher eingehen, weil das einfach das Hauptzugriffsprotokoll für Windows-Desktops ist, das eben eingebaut ist in Windows. Da gibt es einige Versionen. Die Version 10 ist die aktuellste, die in Windows 10 mit einem Update nachgeliefert wurde und bei Windows Server 2016 in TechNet Preview 4 integriert wurde. Der verwendete TCP-Port ist 3389. Was noch interessant ist, seit Version 8 ist auch UDP möglich, was den Vorteil hat, wenn dieser Port auch verfügbar ist, dann geht der Zugriff dadurch potenziell schneller. Es wurde TLS dann hinzugefügt, relativ bald. Generell gilt bei RDP der Grundsatz, man sollte eigentlich RDP nie offen im Internet betreiben. Das heißt, das sollte immer irgendwie geschützt sein durch eine Firewall, durch VPN oder sonstige Mechanismen. Solche offenen RDP-Zugänge, die werden auch im Internet weiterverkauft. Und laut FBI sind eben solche RDP-Zugänge auch sehr aktuell für Ransomware-Angriffe. Das heißt, man hat einen Angreifer, der in das Firmennetzwerk einen einzelnen Rechner unter Kontrolle bringt und der kann dann potenziell als Man in the Middle weitere RDP-Zugangsdaten eben erbeuten. Da gibt es eben solche Downgrade-Attacken, mit denen man dann an weitere Zugangsdaten kommen kann. Das funktioniert eben so, dass da verschiedene Sicherheitsstufen gibt, das Standard-RDP-Security und Enhanced-RDP-Security. Und standardmäßig ist auch eben dieser Standard-RDP-Security-Mechanismus erlaubt. Das heißt, man kann sich dann als Man in the Middle hier einschleichen und eine gesicherte Verbindung quasi auf eine möglichst unsichere Verbindung downgraden und sich dann eben da als Man in the Middle ausgeben. Bei Standard-RDP-Security hat es zum Beispiel RC4 mit 40-Bit-Schlüsseln gegeben, private Schlüssel, die abhanden gekommen sind. Das heißt, es ist hier das Sicherheitslevel tatsächlich problematisch. Ja, selbstsignierte Zertifikate sind natürlich auch immer ein Thema und problematisch. Also solche sollte man generell in einer ordentlich konfigurierten IT-Landschaft vermeiden. Da hat mir dieses Zitat ganz gut gefallen, dass das eben die Ausnahme darstellen soll, die einen Anruf bei der IT-Abteilung auf alle Fälle rechtfertigen soll. Das heißt, hier sollte man wirklich darauf achten, dass man die User nicht darauf trainiert, dass diese Fehlermeldungen weggeklickt werden. Was ist das Enhanced RDP Security? Das ist im Wesentlichen die Standardversion mit einem TLS-Tunnel zusätzlich. Optimal ist Enhanced RDP Security mit Network Level Authentication. Der Unterschied dabei ist, dass eben die
User Authentication als ersten Schritt stattfindet und man den Desktop erst danach zu sehen bekommt. Wenn man sich das anschaut, quasi hier der Login-Screen quasi ohne Network-Level-Authentication, da bekommt man gleich den Windows-Screen, ohne dass man ein Passwort eingeben muss und hat dann auch potenziell hier eine User-Liste. Das heißt, man bekommt eigentlich viel zu viele Informationen und ist auch potenziell für Denial-of-Service-Angriffe anfällig. Mit Network-Level-Authentication schaut es so aus, man bekommt gleich den Passwortdialog und erst dann den Windows-Schirm zu sehen. Was sind Nachteile von Network-Level-Authentication? Es geht zum Beispiel unter Linux mit R-Desktop der Zugriff nicht out of the box. Dafür muss man zuerst einen Kerberos-Client dazu installieren. Mit FreeRDP funktioniert dieser Zugriff schon. Passwortänderungen beim Login sind nicht möglich, falls hier das Passwort abgelaufen ist. Das heißt, man würde dann dafür eine andere Vorkehrung benötigen. Wie kann man den vom Server angebotenen RDP-Modus testen? Das heißt, wie kann man überprüfen, ob der Server hier sicher konfiguriert ist? Das geht mit Nmap, mit einem Skript, das bei aktuelleren Versionen schon mit installiert wird. Hier bekommt man dann eine Auflistung, welche RDP-Modi da unterstützt werden von Serverseite. Man kann das auch mit X3RDP relativ einfach testen, indem man hier mit dem /sec-Parameter eines der drei möglichen Protokolle, das heißt Standard-RDP, TLS-verschlüsseltes RDP oder Network-Level-Authentication auswählt. Man kann auch mit dem mitgelieferten Windows Remote Desktop Client diesen NLA Support deaktivieren, indem man dieses Enable Credentials Support auf 0 setzt. Wichtig ist, dass man das dann auch danach wieder zurücksetzt. Man kann über Gruppenrichtlinien den Server so konfigurieren, dass eben nur mehr diese NLA-Authentifizierung erlaubt wird auf Serverseite. Das geht doch hier mit den rechten Einstellungen und mit den linken Gruppenrichtlinie kann man die Clients noch sicherer konfigurieren, dass eben nur Verbindungen erlaubt sind, wenn die Authentifizierung erfolgreich war. Ja, eine Alternative zu einem direkten RDP-Zugriff, die auch grundsätzlich zu empfehlen ist, ist der Zugriff über einen zentralen Gateway. Das geht auf der einen Seite mit den Microsoft Remote Desktop Services oder mit VMware UAG, also Unified Access Gateway. Es gibt auch eine Open-Source-Lösung, Apache Guacamole. Diese Lösung unterstützt dann RDP, VNC und SSH. Das heißt, die Funktionsweise ist meistens eben so, dass man mit dem Browser auf eine verschlüsselte Seite geht und dann nach einer erfolgreichen Authentifizierung, am besten mit einem zweiten Faktor, wird dann der Desktop-Zugriff erst freigeschalten und das heißt, das RDP läuft dann intern im Netzwerk und nicht über das Internet. Wer noch weitere Details über das Thema RDP haben möchte, dem kann ich die vierteilige Artikelserie von Heise empfehlen. Plus ein kostenpflichtiges Webinar wird hier auch angeboten. Wie schaut es mit Passwörtern aus und der Zwei-Faktor-Authentifizierung? Passwörter sind insofern ein Thema, weil sie jetzt potenziell im Homeoffice umso sicherer sein sollten. Wenn es hier in der Vergangenheit, sage ich mal, da Versäumnisse gegeben hat, dann macht es jetzt Sinn, dass man die jetzt möglichst, sage ich mal, wieder aufholt und da möglichst sichere Passwörter einsetzt. Beim Thema Passwörter hat es ja generell diesen Paradigmenwechsel gegeben, dass man hier wegkommt von diesen regelmäßigen Passwortänderungen alle 30, 90 Tage dahin zu dem Schema, dass die Passwörter nur dann geändert werden sollten, wenn eine Kompromittierung der Passwörter vermutet wird. Das wurde ursprünglich vom NIST veröffentlicht und es hat jetzt auch letztes Jahr dann das IT-Grundschutz und BSI nachgezogen, diese Empfehlungen.
gutes Dokument finde ich auch noch die Microsoft Password Guidance von 2016. Da habe ich hier oben 7 Empfehlungen für Administratoren angeführt, was man eben beachten sollte bei den Passwörtern. Passwortrichtlinien muss man auch immer wissen, dass man ja grundsätzlich Richtlinien festlegt, aber diese dann in der Regel nur dann gelten, wenn das Passwort aktiv geändert wird. Das heißt, wenn man jetzt einen wissen möchte, wie ist überhaupt der Stand mit meinen Passwörtern aktuell im Netzwerk, dann braucht man irgendein Tool, mit dem man diese Passwörter zum Beispiel gegen Blacklists überprüft. Diese Möglichkeit bietet zum Beispiel auch der SpecOps Password Auditor. Der ist als Freeware erhältlich. In der Vergangenheit hat es da gewisse Einschränkungen gegeben, dass da einige Sachen dann nicht kostenlos waren. Das ist jetzt in der Covid-19-Krise etwas aufgehoben und ist da erweitert worden, dieser Freeware-Funktionsumfang. Man sieht hier, diese Software lässt man quasi als Domain-Administrator laufen. Dann bekommt man eine Liste von blacklisteten Passwörtern. Man kann bei diesen Blacklists dann auswählen, ob das eine lokale Blacklist sein soll, die Prüfung, oder ob dann tatsächlich hier ein Hashwert zu einem Blacklist-Dienst von SpecOps übermittelt wird. Es wird herausgefunden, welche User identische Passwörter haben, wie viele Admin-Accounts es gibt, welche Passwörter expired sind, und man bekommt hier dann auch einen Compliance-Überblick. Wie setzt man generell eine Passwortrichtlinie um im Unternehmen? Das geht auf der einen Seite mit den Bordmitteln über die Active Directory Default Domain Policy. Dort kann man eben so sehr rudimentäre Richtlinien festlegen wie Sonderzeichen, wie viele Buchstaben das Passwort enthalten soll, wie lange das Passwort gültig ist, wann es abläuft. Das gilt aber dann eben für alle User im Active Directory. Und wenn man das feiner einschränken möchte, dann kann man das über Fine-Grained Password Policies machen. Das ist auch ein Windows-Bordmittel. Hier kann man eben für bestimmte Unterorganisationen dann individuelle Richtlinien einrichten. Wenn man beim Passwort ändern selbst hier eingreifen möchte und auch prüfen möchte, ob das Passwort auf einer Blacklist drauf ist oder nicht, dann braucht man in der Regel immer ein zusätzliches Stück Software, was nicht beim Windows Server integriert ist. Das geht zum Beispiel mit Azure AD Password Protection. Das ist ein Cloud-Dienst von Microsoft. Man sieht da ganz oben in der Grafik, man kann hier eine Custom Band Password List anlegen. Das heißt, man kann hier 1000 Wörter vergeben, die eben nicht vorkommen dürfen im Passwort. Man kann den Modus auf Audit und Enforced stellen. Im Audit-Modus wird es nur gelockt im Event-Log. Im Enforced-Modus kann der User dann eben dieses Passwort nicht verwenden. Es gibt da eben auch so eine geheime Blacklist von Microsoft, die hier verwendet wird. Die ist quasi nicht öffentlich bekannt, was hier für eine Logik oder für Wörter drinnen vorkommen. Aber Microsoft sagt eben, dass sie da mit sehr intelligenten Mitteln die Passwörter sicherer machen können. Was rein technisch noch gut zu wissen ist, dass die Passwörter aber nie an Microsoft übertragen werden bei diesem Dienst, auch nicht als Hashwert, sondern diese Passwortlisten werden quasi heruntergeladen von Microsoft. Das heißt, es funktioniert dann auch ohne Anbindung und die Prüfung erfolgt dann eben über einen lokalen Passwort-DLL-Filter. Das sieht man eben in der unteren Grafik. Das geht immer über einen DLL-Filter, der hier eben integriert wird auf den Domain-Controllern. Von der Firma SpecOps gibt es auch ein kostenpflichtiges Password-Policy-Tool. Hier kann man dann mit Gruppenrichtlinien sehr fein granulare Richtlinien festlegen. Meines Wissens funktioniert das dann über Schemaerweiterungen im Active Directory. Eine Open-Source-Lösung ist Litnet Password Protection. Das bietet auch so eine DLL-Datei, wo man dann zum Beispiel gegen öffentliche Blacklists wie Have I Been Pwned die Passwörter prüfen kann. Ja, das ist ja tatsächlich eine Empfehlung, dass man hier eben solche Blacklists quasi verwendet bei Passwortänderungen, dass man eben sicherstellt, dass hier möglichst gute Passwörter von den Mitarbeitern verwendet werden.
Ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt, bei Thomas Crane ist eben die Zwei-Faktor-Authentication für den Homeoffice-Zugang, sage ich mal, eine zwingende Voraussetzung. Und meiner Ansicht nach ist es eben gerade auch fürs Homeoffice oder für Remote Office umso wichtiger. Das macht für RDP, VDI, Web, VPN, generell eigentlich für alles, was von extern zugreifbar ist, Sinn. Für RDP kann man als Bordmittel eigentlich nur die Smartcard verwenden in Windows. Wenn man hier einen anderen Token haben möchte, dann braucht man hier eine zusätzliche Drittanbieter-Software. Zum Beispiel Azure MFA von Microsoft, nicht wirklich ein Drittanbieter, aber eben eine zusätzliche Komponente. Das heißt, wird für diese Remote Desktop Gateway-Lösung geht es quasi jetzt auch nur mehr über Azure MFA. Man kann auch einen internen Radioserver anbinden. Das heißt, es würde dann ermöglichen, dass man auch eine andere Tokenlösung verwendet. Ein lokaler MFA-Server ist seit Mitte letzten Jahres nicht mehr für neue Installationen verfügbar. Das heißt, da schaut Microsoft wirklich, dass man da in die MFA-Cloud kommt. Viele Features hängen dann auch von der verwendeten Lizenz ab, ob man zum Beispiel SMS als zweiten Faktor einsetzen darf oder nicht. Eine der Stärken von Azure MFA ist auch, dass man sehr viele Third-Party-Apps sehr einfach anbinden kann. Das heißt, einfach andere Webdienste und so weiter kann man hier sehr einfach anbinden. Von Cisco gibt es ebenfalls eine Lösung, Duo MFA. Das ist bis 10 User kostenlos. Danach gibt es ein Abo-Modell mit einem Preis pro User und Monat. Es gibt hier von Duo MFA zum Beispiel auch die Möglichkeit für einen zweiten Faktor beim RDP-Login. In der Grafik sieht man, wie das in etwa abläuft. Es wird hier einfach ein Duo RDP Credential Provider integriert. Ich habe mir das auch kurz mal technisch durchgelesen. Wenn man eben diese Network Level Authentication, das heißt NLA verwendet, funktioniert das so. Im ersten Schritt gibt man quasi Username und Passwort ein und der zweite Faktor ist dann erst im nächsten Schritt quasi beim eigentlichen Windows Login Fenster. Da poppt dann dieses Zusatzsoftwarestück, was man da auf der rechten Seite sieht, auf, wo man dann auswählen kann, welchen zweiten Faktor man haben möchte. Also die Stärken von Duo MFA sind eben auch, dass diese Tokenverwaltung und diese ganze Konfiguration, welche User welche Sachen verwenden darf und muss, dass die da alle grafisch möglich sind. Und es gibt auch für sehr viele Applikationen da Anbindungsmöglichkeiten. Wie schaut es da auf der Open Source Seite aus? Da gibt es die Lösung Privacy IDEA. Das wird von einer deutschen Firma entwickelt. Das ist ein Webinterface für die Tokenverwaltung. Und auch das ist sehr, sehr flexibel in der Anbindung. Die ist nämlich über Radius möglich, über SAML und über LDAP Proxy. Das heißt, Radius Authentication Server wird sehr häufig unterstützt bei irgendwelchen Applikationen. SAML ist zum Beispiel für Web-Applikationen, zum Beispiel via PHP, Simple SAML ein Thema. LDAP Proxy würde so funktionieren, dass sich der quasi zwischen Active Directory und der Applikation dazwischen hängt. Man gibt dann in das Passwortfeld sowohl das Passwort als auch den Tokenwert ein und der LDAP Proxy holt sich den Tokenwert dann dort raus und gibt dann die Anfrage weiter an das Active Directory. Es gibt auch einen Windows Credential Provider, das heißt, man kann, so wie man in dem Bild sieht, auch beim Windows Login quasi diesen zweiten Faktor gleich direkt verlangen. Das ist dann allerdings kostenpflichtig. Es gibt eine eigene Privacy-Tier-App für den Software-Token, die man verwenden kann. Es werden aber auch sehr viele andere Hardware-Token unterstützt, zum Beispiel YubiKey oder sonstige Hardware-Hersteller. Was noch interessant ist, wenn man das verwenden möchte, diese Authentication Policy, da kann man sehr individuell für Applikationen da Einstellungen vornehmen. Und ein Punkt ist hier das OTP-PIN, mit dem kann man eben festlegen, ob der Radioserver zum Beispiel nur den OTP-Key verwendet oder eben Passwort und OTP-Key. Das hat dann eben den Vorteil, dadurch kann man im Wesentlichen jede Radius, LDAP oder SAML-fähige Applikation an Privacy ID anbinden, indem in das Passwortfeld sowohl das Passwort als auch der
OTP-Wert eingegeben wird. Ja, wie schaut es mit Telefonie, Voice-over-IP und Kommunikationstools aus? Auf der einen Seite gibt es natürlich klassische Telefonanlagen ohne irgendeine Voice-over-IP-Funktionalität. Da kann ich mir vorstellen, dass oft wahrscheinlich nur die Weiterleitung einer Durchwahl an ein Handy oder lokales Festnetz als Möglichkeit besteht. Alternativ vielleicht ein Software-Client, wenn er vorhanden ist. Bei Voice-over-IP sind, sage ich mal, naturgemäß die Zugangsmöglichkeiten hier wesentlich flexibler. Hier ist auch der Zugriff dann über Homeoffice rein technisch einmal möglich. Natürlich sollte der dann auch noch möglichst sicher realisiert sein, sprich der Voice-over-IP-Server soll jetzt generell eher nicht offen im Internet stehen. Man soll soweit wie möglich Verschlüsselung verwenden. Wenn diese Verschlüsselung aus irgendwelchen Gründen problematisch oder nicht umsetzbar ist, dann sollte auf alle Fälle der VoIP-Server irgendwie eingeschränkt werden auf gewisse IP-Adressen oder via VPN. Es gibt hier quasi für die Signalisierung das SIP-Protokoll auf TCP UDP Port 5060 und das verschlüsselte SIP-Protokoll auf Port 5061. Man sieht das hier in der Grafik quasi, wenn man hier mit die Telefonanlage und das Telefon machen sich quasi über einen verschlüsselten SIP-Tunnel den Master Key aus und mit diesem Master Key wird dann über SRTP die eigentliche Sprachkommunikation symmetrisch verschlüsselt. Das heißt, für die Sprachübertragung ist eben das sichere SRTP notwendig. Als Alternative dazu gibt es auch noch das DTLS, TLS over UDP, weil hier in der Regel für die Sprachübertragung immer UDP eingesetzt wird, wegen den geringeren Latenzen und dem geringeren Overhead. Wie schaut es da mit On-Premise und Open-Source-Lösungen aus, sprich mit Lösungen, die man bei sich in der Firma installieren kann, wo man wirklich daher über die eigenen Daten ist? Das geht auf der einen Seite eine sehr simple Lösung, ist hier der Open File Server, ist ein XMPP-Server für Instant Messaging. Da gibt es zum Beispiel Spark oder Pidgin oder auch andere Clients, die dieses XMPP-Protokoll unterstützen, kann man hier einsetzen. Es ist auch eine TLS-Verschlüsselung möglich. Was man sicherheitstechnisch beachten sollte, ist, dass der Chatverlauf potenziell unverschlüsselt am Dateisystem liegt und dass auch dieses Instant Messaging Account Passwort unverschlüsselt in einer Datei abgespeichert wird. Das ist vor allem dann relevant, wenn man bedenkt, dass man den Open File Server auch an das AD anbinden kann und dann würde dort eben das AD-Passwort unverschlüsselt stehen, was man ja nicht möchte. Nextcloud Talk. Wie man sieht, ist Nextcloud nicht nur eine File-Sharing-Lösung, sondern kann auch für Instant Messaging eingesetzt werden. Es wird hier das Standard-Web-RTC-Protokoll mit einer Peer-to-Peer-Verbindung verwendet für Videokonferenzen. Da sind 4 bis 6 Teilnehmer möglich. Darüber hinaus wird scheinbar performance-technisch schwierig und auch bandbreitentechnisch. Werden hier kostenpflichtige High-Performance-Backends empfohlen. Grundsätzlich läuft das immer OS-Peer-to-Peer-Verbindung ab. Wenn das nicht funktioniert, ist das alternative S-TAN oder ein lokaler Turn-Server eine technische Möglichkeit. Nextcloud Talk hat auch das Thema Video Verification als Beispiel erwähnt. Das heißt, man kann ein Dokument schützen quasi und dann das Dokument erst freigeben, nachdem man mit Video sich mit dem Kollegen, sage ich mal, verbunden hat, der vielleicht dann noch den Ausweis in die Kamera gehalten hat und dann kann man das Dokument hier freigeben. Eine weitere Open Source Lösung ist Jitsi Meeting. Das sind One-to-One-Meetings über verschlüsselte SRTP-Verbindungen. Es geht für Audio und für Video. Ein Sicherheitsproblem derzeit ist noch, dass größere Meetings immer zentral auf der Jitsi Video Bridge entschlüsselt werden. Das heißt, es ist hier nicht end-to-end verschlüsselt. End-to-end ist allerdings in Arbeit mit dem neuen Insertable Stream API von Chrome. In dem unteren Screenshot sieht man auch hier quasi, wie das dann in der Nextcloud aussieht, so eine Videokonferenz. Man hat hier so ein Chatfenster, auch wie man es vielleicht aus WhatsApp oder Teams kennt. Und
hat zusätzlich auch noch, sage ich mal, die Files integriert. Ja, weit verbreiteter bei den Kommunikationstools sind vermutlich die gehosteten Lösungen. Es gibt auch für Videokonferenzsysteme von BSI hier ein Kompendium, ein sehr aktuelles von Mitte April, das man jetzt da technisch empfehlen kann, was da zu beachten ist. Microsoft hat jetzt in dem Krisenzeitraum Microsoft Teams sehr stark gepusht, auch teilweise dann kostenlos angeboten für Firmen. Ich weiß auch bei meiner Frau, die Lehrerin ist, da wird es auch in der Schule, sage ich mal, sehr forciert, dass da mit Teams gearbeitet wird. Rein technisch ist Skype for Business quasi da integriert worden in der Microsoft Teams Lösung. Das heißt, diese Telefonie und Videokonferenzfunktion ist da schon sehr ausgereift, grundsätzlich von der Technologie her. Was auch noch erweitert wurde jetzt aktuell, dass man jetzt auch von Teams an Skype-User direkt anrufen kann. In die andere Richtung ist das nicht möglich. Videokonferenzen sind möglich. Das sollen die gleichzeitigen Videos hier auf 9 erhöht werden demnächst. Teams hat sehr viele Unternehmensfeatures und die Telefonanlage ist auch integrierbar. Wobei das hängt dann ein bisschen von der Telefonanlage ab, was da alles an Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass die Integration hier sinnvoll möglich ist. Google Meet möchte ich nur ganz kurz erwähnen, dass das auch eine Möglichkeit ist für Videokonferenzen. Sehr, sehr populär geworden in der aktuellen Situation ist die Lösung Zoom. Ist auch eine amerikanische Firma für Videokonferenzen. Die zeichnet sich auch dadurch aus, dass da bis zu 100 Videos gleichzeitig angezeigt werden können in einem Fenster. Es hat dann, sage ich mal, einen riesigen User-Zustrom gegeben, auch wahrscheinlich durch dieses Feature und durch die relativ einfache Verwendbarkeit. Es sind einmal gleich einige Sicherheitsprobleme aufgetreten. Zum Beispiel hat in der Vergangenheit diese 9-stellige ID gereicht, dass man dem Meeting beitritt. Hat zum Beispiel dann zu Situationen geführt, dass der Premierminister von England zum Beispiel diese ID immer gepostet hat, wo man sich dann bei diesem Meeting der Regierungsmitglieder einwählen hat können zu diesem Zeitpunkt. Aber Zoom hat auch bekannt gegeben, dass sie da sicherheitstechnisch einiges verbessern wollen in Zukunft. Welche Tools sind nicht speziell für den Unternehmenseinsatz vorgesehen und auch potenziell nicht zu empfehlen? Zum Beispiel die Skype-Lösung. Da hat es von Heise einen kritischen Artikel dazu gegeben, dass das für den Unternehmenseinsatz nicht so sinnvoll ist. Was rein sicherheitstechnisch noch interessant ist, was mir mal aufgefallen ist, der gesamte Chatverlauf und auch alle Dateien, die man über Skype shared, kann man sich quasi über den Browser auf der Skype-Webseite runterladen. Das heißt, diese Daten sind wirklich zentral gespeichert und dann auch nicht end-to-end verschlüsselt. Das heißt, Microsoft hat rein technisch jetzt Zugriff auf diese Daten. Die Übertragung selbst aller, sage ich mal, Kommunikationsmöglichkeiten bei Skype ist natürlich verschlüsselt, aber eben auch zentral mit privaten Schlüsseln hier bei Microsoft. Bei WhatsApp gibt es ja diese bekannte End-to-End-Verschlüsselung. Das heißt, das ist sicherheitstechnisch eigentlich besser, weil quasi hier WhatsApp keine Nachrichten zentral speichert, sondern die Nachrichten sind immer nur am Smartphone verschlüsselt gespeichert. Einziges Problem, was es hier gibt, dass die Backups in Google Drive und in der iCloud dann teilweise eben unverschlüsselt abgelegt werden. Und das ist eben dieses Standard-Sicherheitsfeature oder das Standard-Backup-Feature, was hier WhatsApp anbietet. Wenn man auf dieses verzichtet, sage ich mal, ist man da zumindest datenschutztechnisch einiges besser aufgestellt. Welche freie Alternativen gibt es zu WhatsApp? Zum Beispiel Telegram und Signal. Nächstes Thema, tragbare IT-Systeme. Hier geht es um Notebook, um Smartphone oder vielleicht auch um einen ganzen PC, den manche Firmen in der Krisenzeit vielleicht mit übersiedelt haben, zu den einzelnen Mitarbeitern. Dazu, sage ich mal, kann man einige IT-Grundschutzbausteine und Maßnahmen empfehlen. Ich habe hier ein paar Punkte herausgegriffen, wie die zeitnahe Verlustmeldung, wenn etwas abhanden kommt, die Entsorgung von den vertraulichen Informationen, eben die Verschlüsselung der Datenträger, Diebstahlsicherungen,
Verbot der Nutzung unsicherer Umgebungen und was passiert danach mit der Aussonderung der IT und wie schaut es mit dem Mobile Device Management aus? Es hat auch aktuell immer wieder die Situation gegeben, bekommt der Mitarbeiter überhaupt eine eigene Hardware für den Homeoffice-Einsatz oder nicht? Das ist auch die Frage, hat jede Firma überhaupt so viele Notebooks vorrätig oder kann eben der Mitarbeiter auch mit seinem eigenen Gerät Bring Your Own Device arbeiten? Wenn er mit dem eigenen Gerät arbeitet, sind hier natürlich die Sicherheitsvorkehrungen umso schwieriger. Man könnte rein technisch einen Endpoint Compliance Check, sage ich mal, forcieren, sprich, dass gewisse Sicherheitsthemen hier erfüllt sein müssen. Ist ja dann immer die Frage, wie kurzfristig man dann solche Dinge realistisch umsetzen kann. Was es beim Microsoft Exchange Server eingebaut gibt, ist die Quarantänefunktion. Das heißt, wir haben das zum Beispiel so konfiguriert bei uns in der Firma, wenn sich ein Mitarbeiter sein Smartphone das erste Mal verbindet, muss es zuerst von unserer IT-Abteilung freigegeben werden und danach scheint es dann eben auch auf. In der Exchange-Konsole und gegebenenfalls, wenn das Handy abhanden kommt, kann man hier eben auch das Handy zurücksetzen auf Werkszustand und alle Daten löschen. Das ist, sage ich mal, die einfachste Mobile-Device-Management-Lösung. Komplexere Lösungen gibt es zum Beispiel von Microsoft Intune. Das ist eine sehr umfassende Cloud-basierte Lösung. Die Lizenzierung ist dort nur über das Abo-Modell möglich. VMware bietet hier auch eine Möglichkeit, die Unified Endpoint Management-Lösung. AirWatch wurde hier integriert. Es gibt hier auch Endpoint Compliance Checks Möglichkeiten, sprich, welche Apps müssen zum Beispiel installiert sein auf einem Notebook oder auf einem mobilen Gerät. Lizenzierung ist hier auch pro User oder Gerät vorgesehen. Ja, als letzter Punkt noch die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Es gibt hier eine IT-Notfallkarte, die vom BSI empfohlen wird. Die ist jetzt nicht nur fürs Homeoffice gedacht, aber macht vielleicht auch gerade im Homeoffice Sinn, weil man mit dieser Notfallkarte eben einfach einmal die Mitarbeiter sensibilisieren kann, darauf hinweisen kann, IT-Sicherheit ist auch im Homeoffice wichtig. Es gibt auch eine Checkliste beim BSI, die man durchgehen kann mit 7 Fragen. Je nach der Antwortmöglichkeit bekommt man dann hier unterschiedliche Empfehlungen, wo man eben noch dann Ressourcen bekommt, wie man nacharbeiten kann. Und Awareness ist auch gerade im Homeoffice sehr, sehr wichtig. Es gibt hier auch Awareness-Grafiken von Allianz für Cybersicherheit. Aufmerksames Personal ist für Cybersicherheit so wichtig wie Firewall und Co. Dazu passt auch sehr gut die Aussage von Bruce Schneier. If you think technology can solve your security problems, then you don't understand your problems and you don't understand the technology. Soll eben heißen, dass diese Awareness auf keinen Fall vernachlässigt werden soll. Gerade erst im Homeoffice eben. Umso wichtiger. Ja, zum Abschluss noch ein paar Produkte und Lösungen, die wir bei Thomas Klein zum Thema Homeoffice anbieten können. Auf der einen Seite VDI-Lösungen mit VMware und Citrix. Wir haben OPN-Sense, Firewalls, mit denen man auch VPNs machen kann. Wir haben die Zero-Clients, die man dann für die VDI-Lösung braucht. Es gibt auch ein paar Webinare zu diesem Thema. Und auch unser Vorstand hat vor kurzem einen Beitrag veröffentlicht zum Thema Hashtag BuyLocal, BuyMittelstand. In diesem Sinne sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt noch für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Christoph, für deine Ausführungen. Sehr umfangreich, was die dort noch alles machen kann und machen soll, um Homeoffice wirklich sicherheitstechnisch aufzurüsten. Und jetzt, wie gesagt, wird etwas angekündigt, noch Zeit für ein paar Fragen. Die erste Frage ist, welche Lösungen denn wir genau bei der Thomas Klein einsetzen? Ja, also wir haben ja schon gesagt, also ich habe ja schon kurz gesagt, also für
den VDI-Tester verwenden wir eine Lösung von VMware gemeinsam mit dem Unified Access Gateway und wir haben dafür auch einen zweiten Faktor quasi integriert für die Benutzeranmeldung. Telekommunikationslösung war die Frage, Entschuldigung, falsch umgesetzt. Die Call ist bei uns auch die interne Abkürzung für die Thomas-Brenn. Also, um die Frage zu korrigieren, welche Telekommunikationslösung ja. Also das heißt für die Telefonanlage, welche Lösung wir hier einsetzen. Ne? Ja, ich habe mich ja mit meinen Kollegen abgestimmt und wir sind da jetzt irgendwie zum Schluss gekommen, dass wir jetzt da nicht genau den Hersteller nennen möchten, den wir hier einsetzen. Ne? Also rein technisch haben wir eben einen Gateway, der dann über HTTPS erreichbar ist und darüber kann man dann eben die Smartphone-App anbinden an unsere Telefonanlage. Dann eine kurze organisatorische Frage. Das Webinar wird natürlich im Nachgang wieder als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Finden Sie bei uns im YouTube-Kanal, aber auch bei uns im TKMAC, wie gewohnt. Dann noch die Frage, ist TeamViewer doch als sicher zu sehen? Ich habe mich jetzt nicht, sage ich mal, in aller Tiefe mit der Sicherheit von TeamViewer beschäftigt. Ich würde mal davon ausgehen, dass grundsätzlich die netzwerktechnisch die Verbindung schon sicher stattfinden wird. Was ich so gelesen habe, ist es halt dann performance-technisch irgendwie für viele User oder dass man dauerhaft mit seinem Desktop arbeitet über TeamViewer potenziell nicht wirklich eine optimale Lösung für den Homeoffice-Einsatz. Danke. Dann, welche Firewall-VPN-Lösung werden bei uns eingesetzt? Kannst du dazu was sagen? Ja, wir setzen derzeit noch nicht die OPN-Sense-Lösung ein. Ich persönlich würde gerne OPN-Sense einsetzen, weil das eben Open Source ist, aber wir verwenden hier derzeit noch einen kommerziellen Anbieter. Dann noch eine Frage haben wir ein Beispiel für eine Teams-integrierte Telefonanlage. Das habe ich nicht ganz verstanden, das Beispiel für. Ich leite das Ganze kurz per Text weiter. Die Frage war, ob wir eine für Teams integrierte Telefonanlage als Beispiel hätten. Wir persönlich haben so eine nicht im Einsatz. Wir haben mich hier noch nicht genauer beschäftigt damit. Es gibt halt Richtlinien von Microsoft, was hier erfüllt sein muss. Microsoft selbst bietet hier auch, sage ich mal, die Möglichkeit, dass man da dann die Telefonanlage in der Cloud betreibt. Aber es gibt eben zusätzlich die Möglichkeit, dass man hier eigene Telefonanlagen, eigene SIP-Lösungen eben anbindet an Teams. Gut, dann vielen Dank. Gerade kommt noch eine Frage rein. Die würde ich da ganz gern per Chat weiterleiten. Passt, ja. Schauen wir mal. Haben Sie schon Erfahrungen mit FIDO 2 Token gemacht? Praktische Erfahrungen nicht. Allerdings habe ich so zu dem Thema schon, sage ich mal, mir einiges an Literatur durchgelesen. Und FIDO 2 Token schauen grundsätzlich sehr interessant aus. Sie sind auch in der Regel, sage ich mal, sehr günstig in der Anschaffung. Sie sind halt hauptsächlich, sage ich mal, für Web-Anwendungen, sage ich mal, vorgesehen. Ich weiß nur, dass es bei Privacy Idea hier auch Integrationsmöglichkeiten gibt für FIDO 2 Token. Ist noch ein bisschen eine junge Technologie und ich denke, die muss man sehr genau im Auge behalten und die könnte dann in Zukunft potenziell sehr interessant werden. Eine weitere Frage habe ich da ebenfalls gerade im Chat zukommen lassen. Fritzbox ist ja keine richtige Firewall. Welche Firewall empfehlen Sie für den Homeoffice-Einsatz? Ja, gerade beim Thema Firewall finde ich persönlich es wichtig, dass man hier einfach wirklich eine State-of-the-Art-Firewall hat, für die auch wirklich laufend Sicherheitsupdates erstellt werden, die man auch dann einspielen kann. Ich persönlich würde jetzt, wenn ich neu starten würde, die OPN-Sense Firewall einsetzen, weil die ist eben eine Open-Source-Lösung und auch
technologisch, sage ich mal, auf einem sehr guten Stand. SpecOps Passwort-Auditor bedenklich, was Datenschutz angeht. Grundsätzlich natürlich eine sehr berechtigte Frage, weil damit man diesen Passwort-Auditor quasi im vollen Umfang verwenden kann, braucht man eben einen Domänen-Administrator. Und das ist natürlich potenziell bedenklich. Das heißt, hier macht schon Sinn, dass man da die genauen Hintergründe überprüft, bevor man den Passwort-Auditor auf das Active Directory loslässt. Aber grundsätzlich schaut die Firma für mich seriös aus und ich sage mal, kenne die Firma jetzt auch schon einige Jahre und habe sie ein bisschen beobachtet, was hier so auf den Markt gebracht wird. Das macht schon einen seriösen Eindruck. Aber natürlich gibt man da potenziell sehr viele Rechte dann weiter an so ein Stück Software. Beziehungsweise was ich hier empfehlen kann, dass man eben diese Übertragung der Hash-Werte quasi an die SpecOps Passwortlisten, dass man die eben deaktiviert und nur die lokalen Passwortlisten, die was eben hier runtergeladen werden und dann lokal geprüft werden, eben verwendet. Braucht es zwingend einen zweiten Out-Faktor, wenn man RDP über VPN nutzt? Ich würde mal sagen, zwingend wahrscheinlich nicht. Im Optimalfall hat man dann eben diesen zweiten Faktor dann auf der Ebene des VPNs im Einsatz, wäre meine persönliche Herangehensweise. Sprich, dass halt einfach von extern wirklich konsequent der zweite Faktor erforderlich ist, dass man sich zuerst beim VPN mit Passwort und einem zweiten Faktor anmelden muss und danach, sage ich mal, spricht jetzt rein netzwerktechnisch nicht allzu viel dagegen, dass man hier dann den zweiten Faktor, sage ich mal, weglassen könnte für RDP. Bedenken muss man natürlich auch noch das Netzwerk im Homeoffice-Bereich, dass hier vielleicht potenziell leichter angreifbar und schlechter abgesichert ist. Danke, Christoph, vielen Dank für die Fragen beantworten. Auch danke an die Teilnehmer für die zahlreichen Fragen. Wenn jetzt im Nachgang noch Fragen aufkommen sollten, wie gesagt, das Video wird im Nachgang auf unserem YouTube-Kanal eingestellt. Da können Sie gerne Ihre Fragen auch ins Kommentarfeld einklopfen. Und wir schauen mal, dass wir die so zeitbar wie irgend möglich beantworten. Damit möchte ich auch das Ja. heutige Webinar schließen. Christoph, vielen, vielen Dank. Das letzte Wort gehört dir. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für das rege Interesse. Wenn Sie für zukünftige IT-Security-Webinare noch irgendwelche Themenwünsche haben, dann können Sie uns das auch gerne als Feedback zukommen lassen. Da bin ich auch immer wieder auf der Suche nach neuen Themen. Ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch alles Gute. Tschüss.